jetzt gar nicht versiert, dass es der ist. Ich dachte, es ist dann so eine Art Tutorial, weißt du? Du gehst da rein, da sagt dir der, hey, du kannst hier klicken. Ich dachte, es ist nur ein Tutorial, nicht, dass das der Stein an sich ist. Ach so, lol, muss man erstmal realisieren. Ich dachte, das ist ein Tutorial an sich. Du klickst etwas an und dann sagt es dir, ja, das und das ist möglich. Ich dachte, jetzt zeigt mir das, ja gut. Recht groß. Okay, na gut, dann gehen wir wieder zurück. Na dann, ich verstehe. Ich dachte, der hat mir schon gesagt, das, was ich eh schon weiß. Ich klicke auf den Schrein und port mich da raus, hin und her. Naja. Was willst du machen? Wenn es mit Schick unterwegs bist, ist verloren alles. Ich bin schneller als du. Kann man in dieses Gebiet sich noch reinporten? Weil wenn ich jetzt nicht die ganzen Steinchen hole. Also dann nach oben dahin, ne? Zumindest solange in irgendeine der Kampagne Platz frei ist. So. Und sprechen. Jetzt gehen wir zum Questwurz hier, ne? Zu dem Weißen. Hast du aber gut Level gemacht, Chicky. Was ist Scheiß? Von 7 auf 15? Ich habe 3x 10 Stunden ESO gespielt, 30 jetzt noch die heute in die 5. 35 Stunden habe ich schon ESO jetzt, glaube ich. So, jetzt hat quatsch mich wieder voll. Vorsicht! Hier wird scharf geschossen. Solltet ihr wirklich hier sein? Lieferung. Ihr habt euch ja ganz schön Allianzpunkte bekomme ich. Olvia erwähnte, dass sie einen Rekruten losgeschickt hätte, um sie zu... Auf dem Schlachtfeld gibt es nichts Besseres, als massiven Schaden zu verursachen, oder? Wenn ihr mehr über Rammen und Öl erfahren wollt, dann sprecht ihr... Rammen und Öl, Was Tribok, Katapulte und Ballisten angeht, so sprecht mit Schaut voraus. Jetzt haben wir 1000 Dinge. Puls noch connected? Ja, also noch. Okay. Achso, wie bei WoW mit Play. Okay, da kann ich immer gucken. Sturmangriff, Unterstützung. Das sollte ja, bla. Slash Blade. Ein Tag, 11 Stunden. Naja, ich gesagt, 35 Stunden ungefähr. Passt ja. Fast 36 jetzt. Ja, habe ich ja ungefähr gut gerechnet. Gut, ich weiß es ja, weil ich die Sachen hier aufgenommen habe. Und ich habe genauso viele Stunden an Aufnahmen. Jawohl. Der ist der. So, dann machen wir mal irgendwas hier. Alter, diese Map macht mich fertig. Die Minimap. Ich will aber nicht diesen ganzen Mist jetzt einfach hören. Jede Art von Belagerungswaffe. Tribok. Nein. So. Krieg jetzt einfach. Die Puppen treffen. Ist auch daneben hier, oder was? Okay.
Was wollen die jetzt noch kaputt machen? Die Munchkiller oder was? Diese Übung hier oder wie? Jetzt ja, ein bisschen weiter. In den Flugwinkel. Fertig? Bin ich. Ich muss mit allen Dingern mal schießen. So. Ach so, auf allen muss ich mal schießen. Trefft einen Übungswurf mit dem Katapult. Trefft einen Übungswurf mit dem. Ach so, mit allem. Okay, okay, ja, gut, ja, gut. Ah, ja. Hm. Erst jetzt hat das gezählt. Ich habe vorher. Lol, ich habe schon vorher mal auch getroffen, aber nicht gezählt. Ich finde ja sowas gar nicht geil, also das wird mir gar keinen Spaß machen. Irgendwelche Waffen nutzen hier oder so. Ich hab doch eigentlich getroffen. Ja, aber irgendwie hat es das dann nicht abgehakt oder tut es nicht abhaken, ne? Und jetzt halt. Sprech mit. Der Standard hat noch zwei Aufgaben. Okay. Schon fertig? Ich hoffe es. Ihr müsst auch wissen, das Töten der Angreifer ist ein guter Anfang. Reparieren. Sonst setzt man Reparaturwerkzeug ein, um einen Teil des Schadens zu beheben. Okay, Reparaturwerkzeug. Hier ist Übungsreparaturwerkzeug für Belagerungswaffen. Dankeschön. Setzt es bei einem Tribok, einem Katapult oder einer Balliste. Bei allen wieder einsetzen, oder was? Haltet Q, wählt das passende Werkzeug. Tipp Q, um okay, Reparatur zu beginnen. Ich habe auch kein Werkzeug. Muss ich das erstmal. Hab so. Ich schon, aber da ist kein Netz drin. Best Gegenstände. Gegenstände, genau. Aber Gegenstände. Kann gar nichts bei Q reintun, eine Questgegenstände. Ich muss doch ganz normal die ganzen Sachen nutzen können hier, aber ich kann es nicht nutzen, ne? Ja, ja, aber wenn ich Q drücke, ist es nicht mehr da. Doch, hier, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Es ist nicht Questgegenstände, sondern Nutzgegenstände. Okay, okay. Ja, ja, okay, passt. Das ist bei Nutzgegenständen ganz unten, Schicki. Jetzt halt. Ha. Jetzt? Ja, ja. Verlierst du das? Dankeschön. Musst du noch was drücken, oder? Cool. Ich persönlich. Ja, ja, ich hab's da drin. Ich hab's da Fläschchen reingepackt. Und Reparatur. Genau, so wie du. Was muss ich denn drücken? Q. Loslassen oder durch. Ne, du tust es mit Q erstmal aussuchen und dann drückst du nochmal Q, um es zu benutzen. Ah, jetzt, ja. Und wo ist das zweite? Ach, sprecht. Bin schon fertig, nur einmal. Ach so, ist nur einmal, lol, ist egal. Hat der nicht gesagt, ich muss alles reparieren? Haben wir doch. Hä? Ihr seid hier immer willkommen. Eure Zeit hier. Sprecht mit Beschützer Galiel am Tempel der Chim-Schriftrolle. Er wird euch. Und das ist die Erklärung für PvP. Ich habe jetzt schon keine Lust auf PvP, wenn das PvP ist. Ah, ja, das wäre. Irgendwo anders hin. Kann ich die ganzen Bücher nicht ausschalten? Doch, gell?
Unerbittlicher Angriff, geil. Da, Bücher sind weg. Oh. Trotzdem noch so viel da bei der Karte. Scheiße, müssen wir weit müssen. Hier, so, müssen rein. Okay, jetzt haben wir Skidris bekommen. Die passive ist Bestimmung von heiß unerbittlicher Angriff. Warte mal. Was sagen, woran mich das erinnert? Der Schnee jetzt. Tausend hm? Winter. Tausend Winter. Beste, oder? Tausend Winter aus mir habe ich einfach. Ein Bulser. Auch eine komische Maschine. Eroberung. Sturmangriff. Doppelter Angriff erhöht 10 Minuten lang oder menschlicher und Waffenangriff. Ausdauergeneration, wenn ihr ein Holzverlager, einen Hof oder eine Mine, eine Burg eingenommen habt. Gewährt dauerhaft größerer Galopp, was euer Reiter um 30% erhöht. Sturmangriff 3. Haben wir ja nicht bald. Okay. Wo machen wir das? Wo ist denn das nächste, wo wir hin müssen? Ich weiß nicht, ob ich mich teleportieren kann. Bin direkt bei denen. Bin schon hingeritten. Ist eh nur da ein paar Meter weg, oder? Ja, war nicht so weit. Kannst du dir hin? Nee, oder? Probier mal. Böse mal gleichzeitig machen. Ich hau ich zu dir, du zu mir. Aber treffen wir bitte. Bist du nicht hier auf der Karte? Ich bin genau bei dem Quest-Typ. Achso, okay, ja gut. Aber jetzt, okay, das ist echt tausend Winter jetzt hier mit dem Wasseranzug. Jetzt sehe ich es auch, was du meinst. Ja, ja. Lol. Ja. Dann auch halt Maschinen, ne? So. Ja, das ist ja nicht schlimm, die Quest noch zu machen. Muss ich mal tauschen. Linke Seite geladen, rechte Seite geladen, sind aber linke Seite. Ja. Der Coole, er schickt dich wieder zurück. Ist das nicht geil? Hey! Ach, er hat sein Portemonnaie vergessen, müssen wir zurück. Scheiße. Soll er halt mit NFC zahlen, mit dem Handy? Wenn nicht. Schriftrollen der Alten sind von größter Bedeutung für jede Allianz. Ruht in einer Schriftrolle der alten Tempel auf dem Podest an der Burg, werden den Spielern der Allianz Boni gewährt. Okay, gibt's Buffs hier. Schön. Benehmt euch, Kriegerin. Ich würde gerne mehr über die Schriftrollen erfahren. Das solltet ihr auch. Alle Soldaten des Pakts sollten die Schriftrollen der Alten in unseren Besitz bringen wollen. Okay. Es ist unser Schicksal, sie alle zu kontrollieren. Simpel ausgedrückt, aber die Schriftrollen der Alten... Sorry, ich hab was angeklickt, ich hab vergessen, lest mir das Geheim durch. Doch sie sind noch so viel mehr als das. Das ist schon wichtig, ja. Die Schriftrollen enthalten Aufzeichnungen aller vergangenen und zukünftigen Ereignisse. Alle? Aber man kann sie nicht lesen, ohne mit Blindheit, Wahnsinn oder Schlimmerem geschlagen zu werden. Okay. Manche sagen, die Tempel sind heilige Orte, die errichtet wurden, um die Schriftrollen zu verwahren, zu ehren und zu schützen. Wir haben sie auf dem Boden, die Bücher ja, in diesem... Ja, jetzt reicht's aber wieder. Wieder zurück, oder was? Da sind aber zwei Punkte auf der Karte, Schicki. Das ist aber cool, mit den 30% da schneller reiten. Ja, das ist nur 30%. 30%, ne? Das ist mehr als 0%. Oh. Immer mal lauschen, bin ich. Ich glaub, die neue Quest, aber.
Ja, ist das spannend hier. Geht's schon? Mhm. Jetzt geht's los. 1000 Quests geht's los. Arsch lecken, 1000 Quests hier. Ich geh da alte 4 Questen. Ne? Kopfgeld. 1000 Quests kommt hier. Ach du Scheiße. Kunden. Tafel hier. Ja, die Wege sind doch sehr, sehr lang hier. Was für ein Teufelsportal hier. Wartet einen Augenblick, Soldaten. Ja, ich warte schon, kein Problem. Ihr nähert euch dem Ende. Jeglicher Widerstand muss gebrochen, werden. Wenn unser Banner erst stolz am Fahnenmast weht, werden alle wissen, dass dem Pakt bei eine Burger neue müssen wir Mauern durchbrechen. Ist. Bei Bogen müssen wir erstmal Burger fressen, dann sind wir stark genug, um das Herz zu durchbrechen. Der feindlichen Festung zu erreichen. Jawohl. Nichts davon wird einfach. Der Pakt ist vom Schicksal dazu ausersehen, über Cyrodiil zu herrschen. Jede Burg und jeder Betrieb, die wir in Beschlag nehmen, ist ein Schritt in Richtung dieses Ziels. Eure Teilnahme an diesem Vorhaben erlaubt es euch, Ausrüstung und Waffen von den Belagerungshändlern des Pakts zu erwerben. Ja, man darf da Rüstung kaufen, wenn wir das hier machen. Und Waffen. Ich entscheide darüber, welche Richtung der Pakt in Cyrodiil einschlägt. Dreht überbringt meine Befehle an die Generäle Darlius und Jäger. Sie hängen sie an den Missionstafeln aus, damit jeder sie sehen kann. Okay. Hab Dank. Muss ich jetzt die vom Hauptmann nicht machen? Muss ich einfach nur die einen Quest reinfolgen? Ich hab immer alles angenommen und bin in Käsekammer. Hast du alles angenommen, oder was? Ich strecke die Krale des Willkommen. Der Großkriegsfürst ist ein vielbeschäftigter Mann. Dankbar für ein paar Minuten seiner Zeit. Zu mir kommen die Befehle von Großkriegsfürst. Zu mehr über Kopfgeldmission. Ich würde gerne mehr Kundschaftsmissionen erfahren. Gibt es noch andere Missionen? Ich werde mit ihm sprechen. Dann mache ich jetzt die Arbeit. Ihr da! Genau, ja. So. Der gibt dir gleich eine geile Quest, die mache ich. Folgt mir zu so viel käsebeladenem Wahnsinn wie in ein sterblicher Geist. Käse, sagst du? Käse Main. Die Eroberung. Ich habe am Anfang an die aber nicht alle angenommen. Ja, geh mal da ein Portal links. Da bin ich. Na, ich habe ja noch eine. Vom General. Ja. Worum geht hergeschickt? Es? Sie wurde Schlachtmissionen. Schlachtmissionen schicken kleine Gruppen von Soldaten. Gruppen von Soldaten los, um Ressourcen können einzunehmen. Jede Burg und Bauernholz. Jede Burg wird versorgt. Von einem Bauernhof, einem Holzfällerlager und einer Mine versorgt. Okay. Dem Feind diese Betriebe zu entziehen, ist eine Kriegsfrontmission zielt auf eine der feindlichen Burgen. Das Halten von Burgen ist der Schlüssel zu erobern. Man kann immer noch mehr lernen. Mhm. Das ist eine Daily hier, anscheinend. Ach, die hat Fähigkeiten, what the fuck? Alter, was geht die jetzt? Eroberung, die Feste. Gibt's da ganz viele Dailies hier? Ja, die hab ich alle angenommen. Ich bin aber trotzdem erstmal ins Portal rein, bevor ich irgendwas anderes gemacht habe. Aber jetzt kann ich ja schon mal schnell reiten. Also das Ziel hätten wir schon erreicht. Theoretisch. Ist dann Rang 2 noch schneller? Oder wie? Wie ist denn Rang 2? Bleibt bestimmt so, ne? Ist nicht 60. Oh, yo, wie das Pferd. Oh Gott. Okay, das merkt man allein schon mal. Ne, ich hab doch die Küstenkanjagen angenommen. Oh. Und go. Wie viele gibt's denn hier? Ja, gerade alle Tafeln. Ganze Scheiße, Alter. Muss ich jetzt da rein? Hier, da ist doch noch oben eine Quest, oder nicht? Die Ulti ist voll geil mit denen. Töte 40 feindliche Spieler. Muss jetzt PvP machen, oder was? Als Portal gehen. Immer noch.
Ja, warte mal, ich hab doch hier noch Quests zum Annehmen. Was ist denn mit dir? Ja, ich mach doch noch Portal-Quest. Ist es wahr, dass Sie Walred beschworen haben? Wo ist denn diese Quest? Wie komme ich überhaupt hier hoch? Katastrophe hier, die Burg. Aber heftig, wie das Mount jetzt reitet, so schnell. Gell? Hey, da war das? Das Portal war doch bei dem. Hier, lol. Hab nicht gesehen, das liegt daneben, das Ding. Hey, wieso war das? Hab ich's nicht gesehen? Muss ich ins Portal, oder was? Da kriegst du legendäre Waffe. Dann viel Spaß beim Raid und guten Loot, oder was auch immer. Ist Wohlendrung. Wo bist denn hier? Nehmt ihn. Berührt. Spürt ihr das? Das ist die Macht eines wahren dädrischen Artefakts, meine Freunde. Ich hatte ganz vergessen, dass ihr Wohlendrung mit Seelen füttern müsst. Artefakt, okay. Damit er nicht eure eigene verzehrt. So schlagen. Irgendein Buff. Okay. Zwei. Übungspuppe, wow. Verdrescht diesen Dummkopf! Drei ist. So. Okay. Das ist die richtige Mord. Nun geht und haut den anderen Xiv kühn! Rache, Rache. Hab ich zwei ist das. Ich muss ja ganz hier rumrennen und irgendwie töten. Blödsinn machen, sagst du? Seid ihr bereit? Das ist der beste Teil, der Mordteil! Geht und tötet den Xiv-Kühn! Was ist denn das alles hier? First Person mit der spielst du aber. Sturm, ja, das könnte ich gar nicht, du. Gut gemacht. Jetzt seid ihr bereit, alle möglichen Trottel zu töten. Ich habe schon mal vorsorglich welche. Jawohl, die Ulti, ne? Die R-Ulti. Das schaut mal alles aus. LOL. Ach du Scheiße, Alter. Okay, das ist ein Bladestorm. Oh Gott. Okay, was ist denn hier los, ey? Waffen hier. Man legt den Waffen. Stimmt so hin. Hört nicht auf. Zündet es an. Und diese Hammer passen zusammen wie Käse und Wahnsinn. Den muss ich jetzt nutzen, oder? Diesen Hammer zu geben war das Schlauste, was ich je getan habe. Oder vielleicht das Verrückte. Verstand, da benutze was? Wen kümmert es? Zerstört etwas! Töte damit bestimmt. Und ich glaube, ich habe das schon benutzt, die Ulti, und habe ich schon benutzt am Anfang, und so ist immer Spaß zum Testen. Ja, ja, gut. Und wie heißt die? Ja, ja, die muss ich nutzen, muss ich wieder aufladen erstmal. Aber den hier beinahe schon! Im Laufschritt! Sturm an die Eingeweide, der Käse. Das ist großartig. Hätte ich gar nicht mal gewartet hier. Das mit dem Beschwören brabbelnder Idioten ist einfach nicht mehr so heilig. Fertig. Ja, gibt. Muss er die Waffe wieder abgeben. Weil ich aber nicht daran zu glauben, dass Malakat mit diesem Hammer mehr Spaß hätte als wir. Ja, vielleicht gibt es ihn ja irgendwann mal. Man vergisst immer, dass das Rückgrat überhaupt da ist, bis jemand vor einem eines ausreißt. Die Aufnahme, Scheiße. Ich wusste gar nicht, dass das in ihm steckte. Jetzt ist es überall verteilt.
mit dem Beschwören brabbelnder Idioten ist einfach nicht mehr so wie früher. Weil auch gelandet, Scheiß. Hört jetzt nicht auf! Die Oma. Das ist das beste Blutvergießen, das ich seit Ewigkeit gesehen habe. Reiner Neugier. Klar. Bewegung! Oh, oh, ich habe schon sehr lange nichts mehr geschossen. Gut gemacht. Jetzt bringt den Hammer das zurück. Das ist einfach zu krass, oder? Okay, jetzt können wir zurück. Wann hat man das schnelle Reiten? Hast du schon, ich hab schon. Das musst du nur skillen, weil Allianz und das Dings da. Bei K, Allianzkrieg, Sturmangriff und dann unerbittlicher Angriff, passive Fähigkeit. Hier. Schon durchgeschaut. Ja, ja. Das war so hirnzermatt, Bullackbar. Was macht ihr denn noch hier? Es wäre doch. Was macht ihr denn noch hier? Kann ich jetzt überall hin teleportieren, wo ich hin möchte? Weiß nicht. Wir haben jetzt aber nur eine von den 100 Quests da angenommen, oder? Also erledigt, meine ich. So. Guck mal, das Jahr ist ja lang. Ja. Wo ist jetzt das nächste Quest? Ich sehe keine Quests mehr auf der Karte hier. Ich dachte, wir haben 20 Quests angenommen. PvP oder so. Ach so. J? Wiederholbar auch. Wiederholbare Quests alles. Ja, okay. Ja, das sind alles wiederholbar, die Farbe, die lila, ne? Kann man quasi alles abbrechen. Oder hier. Ach, ich stimmt, ja, ich brech die alle ab. Ich hab nur noch einen Quest. Einen Platz frei für den Quest. Ich auch. Oder mach mal einmal eine PvP-Runde. Naja, ich hab das alle abgebrochen. Es gibt ja so PvP zum Anmelden. So. Schlachtfelder. Einmal täglich kriegt man mehr Quests. Immer mehr Dinger, mehr XP. Guck mal. Zwischen 10 und 49. 4 Spieler. Tägliche Bonusbelohnung. 37k Punkte. Beitreten. Oh, ja, bereit. Jo. Aber mit. Ich hoffe, es dauert nicht zu lange. Ich muss pinkeln hier. 10 Minuten. Oh, da sind Flammen. Schicke, da sind Flammen. Was machen wir jetzt? Jetzt habe ich zwei. Einer. Löschen. Auch pinkeln. Wir brauchen Wasser. Die zweit, oder was? Nee, scheiße. Zu viert anscheinend. Was müssen wir denn machen? Okay, kleines Gebiet oder was? Wir haben mal. Es gibt ja so Daily, ne? Schlachtfeld. Deswegen haben wir mal rein. Oh, das lange Mantel, ich muss dringend pinkeln. Vier Leute anscheinend, 4 gegen 4. Ah ja, guck mal da. Ah, komm, da kommen die alle. Kann man mal wechseln? 15 Minuten, okay. Ja, Dachtaste oder die Maustaste? Maustaste. Nach vorne. Mehrfach 4? Und was muss ich jetzt machen? Götter können sie nicht retten. Let's go. Guck mal, einer rennt vor. Ich renn auch mal. Ja, ich geh mit. Haben alle auf einen. So. Was ist das? Meine Skills? Der Punkt gehört ihnen! Alter, was schreit das so? Ich hab meine Skill-Leiste irgendwie nicht mehr. Oh, bei mir ist einer. Habe ich aber nicht meine Skillpunkte? Doch, das ist normal, hast du doch. Ja, ich habe auch jetzt nur zwei Skillpunkte.
Ich hab alle Leben, machen wir ganz normal. Punkte verschwinden und tauchen woanders auf, okay. Weiß ja nicht genau, was damit gemeint ist, aber. Ich hab geschaut hier. Irgendwelche Leute sind hier da. Ah, da ist jemand, komm. Unfassbar! Sie haben den Punkt erobert! Hey, wie kann man die Skill-Leiste ändern? Ich hab bestimmt falsch. Dachtaste. Dachtaste oder seitliche Maustaste? Und wechselt die auch Waffe? Ja. Wenn ich zum Bogen wechsel hatte, zum Bogen hatte die Deu-Fähigkeit und andersrum bei mir ist. Da kann ich gar nichts machen. Dann musst du das wechseln bei K. Bei K kannst du es dann. Bei J meine ich. Ne, bei K ist es. Scheiß Execute nicht den drin vom Zauberer. Okay, brauche ich andere Spells hier. Ja, kann da so gar nichts machen gerade. Ja, wechsel doch die Sachen. Ja, es geht eben nicht. Ich habe Waffe gewechselt einmal und behält das einfach. Ich muss alle Skill-Dinger extra umbasteln. Ja, du gehst auf K und tust da unten deine Leisten wechseln und dann tust du die Spells rein. Du musst halt die. Ich muss alle rausnehmen, alle wieder reinmachen. Ja. Weil wenn ich da drauf drücke, wechselt er nämlich die Waffe auf. Ja, die Waffe, die du reingetan hast bei I. Du hast zwei Leisten einfach, oben und unten. Eins und zwei. Also ich habe ja mein Clan-Band in der Zeit nicht da. Aber ich muss mal alle rausnehmen. Du bist jetzt zu dritt machen, verliere. Ja, wir müssen aber gewinnen für die Serie. Geht's denn? Ja, ich kann ja kein nichts machen, ohne was gilt hier. Was ist das? Zu viel um Punkte kämpfen, die schon länger da sind. Lieber die neuen konzentrieren zusammenbleiben. Ja gut, wenn einer nichts machen kann. Wo ist jetzt? Immer noch da. Unfassbar. Ja, ich muss ja die ganze Zeit irgendwie sortieren. Weil das ja mach doch. Einfach runterziehen. Ich muss ja immer alles suchen, wo was ist. Das Kreuz so quer geskillt. Gefühlt. So, jetzt. Ja, du hast doch jetzt zu viele Level gemacht gerade. Zu viel bekommen jetzt. Schafft man nicht. So. Alter, was. Boah, die kamen alle, Alter. Wir müssen zusammenbleiben. Bist du fertig? Ja, ich kämpfe schon. Aber ich habe keine Chance gegen den. Welche Farbe sind wir denn überhaupt? Die sind grüne, die Gegner.
Ah ja, okay. Lila? Echt, wir sind lila? So mehr vorne, oder? PvP ist ja normal, sowas. Deswegen, ich bin kein Fan von PvP im MMOs, weißt du? PvP dann doch lieber Shooter oder sowas. Hier runter. Bist du auch hier? Sind drei andere? Oh, ich bin. Ich bin Boah, ja, gut, okay, wenn fünf auf mir drauf sind. Krass, Alter. Ja gut, gegen einen ging das halt einigermaßen, gegen fünf hast du keine Chance. Das ist drei Fraktionen oder dreimal? Ja. Rotes AFK, Mann. Hier, da. Oben. Und da ist einer von uns und da können wir einnehmen. Der ist gerade gestorben. Der ist rot, glaube ich. Ne, wir sind wieder. Aber wenn ich von wieder einen Punkt, das nehme ich gerade ein. Ich dachte, wir sind wieder. Ja, wir sind rot. Okay. Guck mal, rot ist 24. Jetzt haben wir 32. Ihr seid rot orange. Okay, ich dachte, weil du geschrieben hast. Ja, ich sehe den Fall. Ja, ich dachte, weil du geschrieben hast, lila. Aber sagst, lila ist ziemlich gut, sagt er. Okay. So halb gelesen im Kampf hier. Ist jetzt mein Klaber nicht da oder nicht? Ja, aber fällt ja auch überall runter. Ich bin nie runtergefallen. Ha. Da ist einer. Sie haben den Punkt erobert. Wir haben Schande über die drei gebracht. Der Punkt gehört Ihnen. Ja, ich kann nichts machen. Das macht ja gar keinen Spaß hier. Guck, wo ist Schlacht hier? Was war das Outportal? Du musst halt einmal am Tag am besten eine Ini machen und dann kriegst du auch die Punkte noch. Aber Ini geht schnell, 5 oder 10 Minuten. Aber hier gibt es die gleichen Punkte, einmal am Tag. Wir stehen in Base. So, ich habe noch einen Punkt hier genommen. Da geht die Sau. Ich dachte erst, mindestens zweiter muss man werden. Ja, ja. 07, aber eine 12-0, ey. 22 Uhr, was sind das? Kills oder TS, was da kam? Teamspeak. Ah, 22 mal drin. Also wir müssen Zweite werden, damit wir die Daily fertig haben. So ein Blödsinn. Du kennst ja vom WW mit diesem einmal am Tag, ne? Das war der Inni auch. Ich dachte, wir schauen mal hier. Wollen wir nochmal probieren, hat Spaß? Einmal nochmal testen oder gar nicht? Sehe ich nicht, kannst du allein. Ich würde einmal testen wollen. Ja, ich habe gefühlt 30 Skills und ich habe 2 oder so und das ist keine Chance. Ja, ich habe auch schon 30, deswegen. Also ich habe. Nee, du brauchst gar nicht 30.
Du musst halt einfach deine 10 Skills haben und dann die ausleveln, dann fertig. Deswegen habe ich irgendwann aufgehört mit den neuen Skills lernen. Das ist mir zu doof. Die können ja auch nicht so viele Spells nutzen, du. Die können ihre 10 Spells nutzen, wie du auch. Ich habe 8 in der Leiste. Mit dem Wichtel halt. 10. Und jetzt hier zu haben. Ich habe keine Lust mehr. Ich probiere es noch einmal. Vielleicht kriege ich die Daily fertig. Ja gut, ist halt PvP in einem MMO, was willst du erwarten, weißt du? Und außerdem haben wir ja noch keine Ahnung von irgendwas. Ach so, das ist ein offenes PvP-Ding. Und ich, lol, ich join, ich bin wieder rot, ich bin letzter. Ja. Sie haben den Ball verloren. Aurel, steh uns. Okay, ich joine und es sieht genauso aus wie beim anderen. Toll. Was soll ich jetzt hier drin? Warum joine ich in ein letztes? Das ist nicht schlimm, Mann. Das ging mir 16 Jahre im WoW so mit dem Glück der Teams. Das ist normal, ich probiere einmal noch, falls ich nicht jetzt, ja, bin ich halt natürlich gebannt 5 Minuten. Na gut, dann hat es Spaß gemacht, PvP, und dann haben wir das. Versuch was wert. Ist dann nicht schlimm, stempeln wir PvP ab, haben wir erledigt mit dem Spiel hier. Also nicht so tragisch. Was? Bleiben wir beim PvE-Mantel, das passt schon. Habt ihr schon genug erlebt in anderen Games? Deswegen mag ich keine Teams. Guten Abend, Grommels, alte Ford, was läuft? Wo muss ich überhaupt hin? Oder was da und? Mach das, gönn dir. Bundesliga. Okay. J. Das hier. Wo ist dann die Quest? Ist hier. Dann komme ich dahin. Was spielt denn hier? Wenn du sagst, Bundesliga läuft. Ich bin hier da voll drin, weißt du? Grommels, bin da voll drin, musst du wissen. Das ist doch das mit dem Ball. In meinem Kopf winden. Hat mich das hierher geführt? Sei es drum. Sie sind hungrig. Und das bin ich auch. Ja, Leverkusen macht das schon, kein Stress. Die machen das schon hier. Da macht ihr keine Sorgen. Weißt du, die Chance 50-50, dass ich richtig liege, weißt du, ich meine?
Dann halt die anderen. Die. Was weiß ich. Und was du Fan bist. Du als alte Vorhaut, weißt? Ja, ist schon cool mit dem Mount jetzt, oder, Shiggy? Also wenn du Bock hast und WWE zocken möchtest, ich würde dann gern zuschauen, wenn du Bock hast. Lass mir so ein bisschen zeigen. Also gibt's ja auch. Ich würde ja noch ein bisschen machen. Keine Ahnung, ein paar Minuten und dann können wir ja schauen. Gut, ich gehe schon mal schiffen. Ich muss auch gleich. Wo ist denn das jetzt hier? Ach, hier bei dem Boss direkt. Allen. Wir sind Sklaven einer widerwärtigen Schlange. Mach das, Gumb. Ist echt, ist lustig, ja. Uns und beendet unsere unnatürliche Existenz. Ja, so großes Ding. Ich sag mal, es gibt Schlimmeres, es gibt auch bestimmt Besseres. Das ist okay. Du hast ja auch gefühlt alles so gespielt, ne? Also, oder gespielt meine ich hier. Weil irgendwie kennst du fast jedes Spiel, was ich spiele. Ob alt oder neu, verrückt mit dir. Mit Gamepad habe ich es auch probiert am ersten Tag. Ist echt gut gemacht. Also, Steuerung von Gamepad. Ultra stark. Boah, das ist echt gut hier. Echt gut hier, Manta, mit dem schnellen Mount hier. Zum Glück ist mir das von alleine eingefallen, dass es das gibt. Danke dir. Ja, ich wüsste schon für PvP 1, 2 Skills, die ich gelesen habe. Da gibt es so ein Skill, was ich habe, wo man aus der ersten Erde so Stacheln rauskommen lässt und dann sind die gefreezed oder geroutet halt. Ja, bestimmt nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Höher? Okay. Ach, ist es das hier oben vielleicht? Aber krass, optisch 30% ist halt schon schlimm. Der Mount. Ist das hier? Ja. Da kenne ich ja schon, war ich ja schon mal. Treff Titus in den Grabmännern. Ach, hier ist der. Aber das Spiel läuft doch schon eine Zeit, oder, Grommels? Dann haben die begonnen mit dem Schmarrn. Und wie steht's denn überhaupt?
Hauptsache, du kannst noch ein bisschen gucken, wenn du da rauskommst. Muss ich hier hoch oder was? Vielleicht nichts beschwören, okay? Vielleicht irgendwas blüht vielleicht. So ein Spell wieder testen, ey. Der macht nicht mal so viel Schaden wie vorher. Hat immer so 11k gemacht. Schon wieder. Ende ging, So, weiter geht's hier. Ich jetzt schon so dran gewöhnt, meine jetzige Route, ich glaube. Ich glaube nicht, dass sich jemals ändern könnte. Ah, ihr habt es geschafft. Gut. Oh, wir haben es geschafft, ja. Wie ich sehe, habt ihr auch die Siegel. Dann kann es weitergehen. Mhm. Der Schutzzauber ist magischer Natur. Solange wir die drei Siegel in seiner Nähe halten, magischer sollte sich Natur, die Tür ohne weiteres für uns öffnen. Klar. Folgt mir. Aber bleib ja, ist ganz gut, Grommels. Finde ich okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das lang was für mich oder ist oder so, aber ich mache es einfach. Es ist soweit spaßig. Ich entdecke mal was Neues, solange es so ist. Und sich nicht zu viel heftig wiederholt, geht es halt noch. Ist nur ein bisschen verwirrt mit zu vielen Spells und zu viele Sachen, wo du das skillen musst. Würde ich immer wieder mal zocken. Das Schicksal hat uns zusammen hierher gebracht. Wir alle hörten den Ruf zur Schlacht. Diese armen Seelen, die ihr zu einer verfluchten Existenz verdammt habt, werden gerecht werden. Moin. Marianja, was geht? Soll das Vergessen euch holen, falscher Kaiser? Belkart eignet sich so gut wie jeder andere Ort dazu, um uns nach unserem Sieg zu erholen. Ich bin sicher, dass ihr noch mehr Fragen an mich habt. Sucht mich dort auf, wenn ihr mit mir sprechen möchtet. Und gut gekämpft, Leute. Einfach keine Antwort. Einfach ignorieren. Bitte? Vielleicht. Warte, da ist jemand gekommen, der ist ganz leise. Bitte. Enzo, du bist da. Ja, hi. Hör ich nicht. Guten Abend. 76, warte, wir müssen lauter machen. Spür ich mal? Hallo. Hallo. Hey, was willst denn du hier? Du machst doch keine MMOs. Wie war gestern New World? Doch, ich mag schon MMOs, aber ich kann halt nicht viele MMO zocken. Also, weißt du, Abwechslung. Ja gut, das habe ich ja sowieso. Ich habe noch ein paar Mal nachgefragt wegen dem Server von Distier, aber noch keine Antwort. Okay. Ja, ich habe auch noch keine E-Mail bekommen, glaube ich. Ich habe zwar noch nicht nachgeschaut, aber ich bin erst gerade aufgestanden. Ich schätze mal morgen dann. Ja, mal gucken. Also die anderen haben alle gesagt, am 3. da wird es schon dann so sein. Ich dachte erst, am 1. oder 2. Endlich Zeit zum Spielen, erst jetzt? Kann ja nicht sein. Ist ja schon so spät.
Ich bin gleich fertig mit dem Spielen. Hört genau zu. Ihr tatet recht darin, Titus zu helfen. Bei mir ist gleich das Ende. Wäre es Tarisch Sie gelungen, seine Streitmächte um sich zu scharen, 10 Minuten. Hättet ihr nichts tun können, um sie aufzuhalten. Mhm. Jeder Himmlische besitzt eine ungewöhnliche Gabe. Die Gabe des Kriegers ist es. Also du bist ja diesen MMO-Fan, Enzo. Kann das nichts anderes spielen, habe ich gehört. Alles klar. Anscheinend hat die Schlange die Gabe des Kriegers pervertiert und dazu genutzt, den niederträchtigen Tarisch Sie und seine verfluchte Armee, die Ankara, zu erwecken. Mhm. Ich schätze, er wurde zur gleichen Zeit herbeigerufen wie die anderen Mitglieder von Tarisch Sie. Ich weiß gar nicht, Gromels, ob ich mich so tief reinsteigen soll, dass ich Geiz lesen und sowas und dann ist das vielleicht wieder too much. Weil er Tarisch Sie nie wirklich dann nehme ich das wieder viel zu ernst, anstatt nur mit Spaß. Aber wenn ich gewisse Sets haben will oder so, wenn es echt 500 Sets gibt, will ich das schon das Richtige haben. Ist okay, oder? Mit Addon? Nur die Minimap ist zu überfüllt. Die muss ich noch ein bisschen ändern oder noch was anderes drauf tun. Jo. Das mit dem Ab und An mal spielen mache ich auch, aber ich möchte mich schon beschäftigen mit dem Spiel und wissen, was ich tue. Das ist manchmal schwierig bei mir. So komplett random rein, ohne was zu wissen, dann macht es mir keinen Spaß. Ja, aber du spielst ja auch schon, keine Ahnung wie lange, heute schon den ganzen Tag, glaube ich, ne? Ich wollte also von ab 16 Uhr oder so, ich spiele jetzt genau 6 Stunden 49 Minuten das Spiel. Hm. Heute. Ich wollte eigentlich bis 18, 19 Uhr spielen, da wollte ich was anderes testen. Aber da jetzt hier Geschicke noch gekommen ist und Single da war und so, habe ich das nochmal gelassen. Weißt, ich wollte halt noch was, wollte Dune Spice Wars eigentlich testen. Oder das eine Distiller weiterspielen, aber da wollte ich halt mit Server machen, weil jetzt muss ich muss dann eh wieder von Anfang anfangen mit Server. Oder ich kann ja nicht weiterspielen, weil Server ist dann wieder neu dann. Oder was Server spielst du jetzt? Oder ist es offline? Das war Singleplayer, ganz alleine. Das war Singleplayer. Und bei Singleplayer scheiße, du. Wow. Du hast deine 80 Frames, dann kannst du schießen, 23 Frames ruckelt. Du kannst nichts treffen. Sehr schwer. Das ist immer so lag und ruckelt. Mach das, Grumbles. Bis später. Was kostet dieses ESO? Hab seit Freitag. Aua. Und jetzt rein. Was verändert sich denn noch? 20 Euro die Complete Edition. 20 Euro die komplette Edition oder was? Ja, Collector's Edition mit allem. Sogar die höchste Version ist es. Geht aber. Keine monatlichen Kosten. Kannst du machen. Kannst du schon machen, dass du noch nicht was zahlst. Ja. Hast du dann noch ein paar Vorteile und so, aber musst du nicht. Ich hab noch nie VR gespielt. Skyrim VR, ach du Scheiße, mit PS4. Sieht es überhaupt gut aus da? An der Grafik? Ja, du kannst Skyrim mittlerweile keine Ahnung wie viele Mods drauf machen. Für die PS4 doch nicht. Achso, PS4 weiß ich nicht. Mods kannst du am PS4 glaube ich nichts drauf machen. Deswegen frage ich, ob es gut ausschaut, wenn du. PC kannst du alles machen, klar weiß ich, aber. PS4? Ich hab meinen 30% Speedbuff geholt hier, Vajania. Deswegen hab ich die ganze Zeit sonst wie selber gespielt, aber geht nicht mehr als 1-2 Stunden. Ja, das. Ja, wie mehr als 1-2 Stunden, das ist ja auch schon anstrengend. Wie viele Lieder machst du denn da? Das ist ja voll die. Du brauchst ja kein anderes Konditionstraining mehr. Das ist ja ein krasses Workout hier. Schlagsäbel.
Yo. Ich schaffe von einem Lied 1%. Aber nie gespielt sowas. Oder generell noch nie vorher. Müsste man halt aufstehen, sich bewegen oder so. Das ist halt jetzt nicht so. Was ist das einfach. Beat Saber? Naja, da musst du mit deinen Hand und Füßen alles musst du halt die Töne treffen. Oh, so, nee. Kommt auf dich zugeflogen und dann schlägst du mit den Händen, Füßen, was auch immer. Und musst dann da, also eigentlich mit den Händen nur, musst du dann treffen, die Symbole, die auf dich zugeschossen kommen. Wissen wie Guitar Hero, nur du bist der Digitale, wo du dich ja bewegst als Mensch. Da gibt's doch auch ein anderes. Wie hieß es? Auch. Kann ich hier hoch oder was? Oder? Da gibt es bestimmt einige, aber das war das berühmteste, soweit ich weiß. Nee, da gab es doch noch ein anderes, ein ähnliches. Also nicht mit VR, glaube ich, aber. The Just Dance oder was? Nein. Mit der Maus meinst du, das für ein PC oder was? Was mit der Maus machen musst. Oder mit dem Tablet oder so. Ja. Das ist was anderes. Ja, genau so. Ja, ich habe noch sehr viele Infos bekommen hier, Vajanja, ja von den ganzen Leuten im Chat über das Spiel. Ist aber wirklich heftig. Also, hab mir nicht alles gemerkt, aber schon wichtige Sachen sind mir in Erinnerung geblieben, glaube ich. Für 10 Minuten. Und ich habe auch chronologisch weiter richtig gequestet, außer hier in Karkstein, aber da war ich eh schon am Anfang. Ich weiß nicht warum. Das ist das Endgebiet vom Hauptspiel. Und dann habe ich einfach weitergemacht. Ja, ist krass, das Konditionstraining, was du dich da bewegen musst. Jetzt habe ich hier wieder eine Gruppenquest, genau, kann ich hier gar nicht machen eigentlich. Die Geschuckte wird stärker. Ein weiterer Teil von uns ging verloren. Die Schlange frisst und wird niemals satt. Die Schlange frisst. Der Hunger ist grenzenlos. Unsere Zeit wird knapp. Aber die Sterbliche ist mit dem Guckerblick zurückgekehrt. Dann sprecht mit unserem Helfer. Wenn die Schlange weiter frisst, wird sich ihr keine Macht der Welt mehr entgegenstellen. Ihr habt die Edelsteine in den Guckerblick eingesetzt. Gut. Doch uns geht die Zeit. Ich bin normalerweise erst im. Die Geschuckte hat einen weiteren unserer Aspekte gefunden. Erst im großen, richtigen Gebiet. Jetzt habe ich das. Sie erschafft eine verderbte Version von uns. Ich weiß nicht, wie das heißt. Und dadurch wird diese Verlorene immer stärker. Okay. Wir können den Guckerblick nicht verwenden, um die anderen Aspekte zu finden. Nicht bis alle Edelsteine wieder mit Magika. Ohne die Magierin, die ihre Gezeiten kontrolliert, sickert die Mara hat endlich zugestimmt, euch zu sehen. Und bald werden wir sie treffen. Halt hier fertig gemacht, so wie du gesagt hast. Das ganze Gebiet hier. Außer ein Auge nicht. Dann wurde ich hier hingeschickt, das passt auch von der Karte da. Habe ich hier, das ist ja die Stadt und jetzt bin ich eigentlich hier. Da habe ich halt alles versucht zu machen, bin ich halt noch dabei. Aber da ich in Karkstein schon war, habe ich jetzt in Karkstein weitergemacht, wenn ich nicht alleine bin. Weil es gibt ganz viele Gruppenquests. Habe ich alle Himmelsscherben geholt, hier 18 Stück. Nicht so schlimm, dann machst du noch ein paar Lieder im Beat Saber. Ich wollte eigentlich schon pinkeln gehen vor ein paar Minuten, für eine halbe Stunde oder so. Ja, da bist du ja noch warm. Was ist ja?
nie wieder irgendwas gehackt hier. Aber das ESO Plus ist krass. Hast du das schon mal gehabt? Das ist krass. Also die Handwerkstasche, die unendlich große Handwerkstasche, die ist halt schon pervers. Ich habe meine normalen Taschen mehrfach geupdatet. Bin jetzt bei 100 Platz. Also Synchro hat mir gegeben vor ein paar Tagen, 14 Tagen, über so einen Code. Hat dann noch so einen Code in so einem Heft stehen, hat er gemeint, was er übrig hatte. Deswegen... Ich glaube, ich das alleine schaffe. Ich glaube nicht, ne? Wieder eine Gruppenquest. Sollen wir mal testen hier. Das ist mein Pad. Okay, na dann. Was passiert hier? Oder? 200.000 schaffe ich da niemals. Ist das echt meine Quest hier oder was? Wo bin ich denn schon wieder? Ja, das ist meine Quest. Besiegt die Wächter der Edelsteine. Ist Sinki eigentlich noch da oder so? Irgendjemand hier? Ja, ich bin da. Achso, ja, das ist, glaube ich, schön. In Klammern gelogen, Klammer zu. Nee, ich meine im Spiel. Sagst du, dass mir nicht jemand hilft bei der Gruppenquest. Nein, ich tue dir beistehen, mentalisch. Das hilft mir ein Scheißdreck. Ich sag dir, wie es ist. Nett gemeint, aber scheiße gemacht. Ja. Ich bin mal schnell pinkeln. Ich drück mal da pinkeln, ich bin mal fertig. So. Kommt ja bald Addon raus hier bei ESO. Muss man durchstarten alle, oder? Hier. Addon.
Ich hoffe, bis dahin bin ich 50. Und CP 160. Nee, jetzt habe ich das App wieder so gestartet. Ey, nach diesem Update legt mich das so auf, dieses scheiß Herz-App-Dings da. Oh, das ist so ein Stück Scheiße, die App. Also, das kannst du nicht vorstellen. So ein Müll, das Ding. So quasi die ganze Zeit drauf schon, ob es geht oder nicht. Das random abbricht. Ja, oder beende halt nochmal, muss ja gehen. Alte 4 nochmal rein, fertig. Also ich starte bei mir das Spiel jetzt so über Elder Scrolls selber, nicht über, also über Launcher, nicht über Steam. Weil ich die Steam-Version nicht habe. Hast du schon? Hab's gespatcht oder was? Was ist denn jetzt hier, dieser komische Wächter ist nicht da oder was? Wie ist denn das, Sinki, wann wollen wir das machen, dass du mir das zeigst? Nur willst du da starten? Hallo? Was ist das für? Hallo? Irgendwas kam da, ich hab nicht verstanden, was? Ja. Spiel Fußball. Fast ein Tor. Ach so. Ja, online switchen. Ja, wenn ich gewinne, steige ich auf. Ah ja. Machst du das Spiel noch fertig und dann oder willst du später? Ich weiß nicht. Ich war schon eh drin. Du kannst mir so zeigen, was man so daily macht. Und kämpfst du auch direkt gegen einen Menschen? Und NPC oder so? Oder wie machst du das? Ja, nee, wie machst du das denn? Kannst du danach deine Routine mal erklären? Gibt ja verschiedene Sachen, was du machen kannst. Du kannst entweder den Weekly Tower machen, kannst die Daily Aufgaben machen, egal wo du die machst. Kannst Online Matches machen, Dailies. Ich würde mal so ein Match. Gibt Story Modus, gibt ganz viele Sachen. Sehen wollen hier. Yo. Ich bin jetzt Mage slash Krieger, Nahkämpfer mit Sturmangriff hier. Beste. Wo ist denn das hier? Nee. Wo bin ich denn hier? Ach da. Startet man das Ding hier? Ah ja, okay. Jetzt bin ich hier im Arsch. Das ist ein richtiger Weltboss, der kann ja dann die Leine machen. Pana, Nachti! War meine Ehre, dich hier im Chat zu haben. Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, du warst grillen und hast mit deinen Jungs Schweinereien gemacht hier. Ja, lol. Keine Chance gegen eine Weltboss hier. Kacke. So, Tag. Wieder da. Ich war essen. Bibi.
Ist er fertig oder was? Nach 2 Stunden kommst du wieder. 8-Gänge-Menü. Ja. Was noch einkaufen oder was? Ich hab ein paar Hähnchenkeulen gemacht. Hast du irgendwie noch rausgerissen vorher oder was? Ja, Menü, ey. Mit Kartoffelstampf und all so Zeug. Ach, oh, lecker. Schatz. Bring mal ein Teller vorbei. Also so grün Zeug ist da auch mit dran. Keine Ahnung, was das für ein Zeug ist. Grünzeug? Kann man abholen, weißt du? Ich hab das Unkraut ja einfach mal mit rangeschmissen. Ja, wenn es eh da lag, passt ja. Schlaf schön, ein paar da. Gute Nacht. Wächst ja überall, weißt du, ich meine. Das einfach mal unten holst, ein bisschen vom Rasen hoch und dann passt das. Fällt sowieso keine Ahnung, Farbe ist doch eh die gleiche. Wenn man im Spiel einen Weltboss machen will, ne? Mhm. Und mit jemand zusammen, wie findet man die Leute? Wie geht das? Ja. Macht die immer alleine, keine Ahnung. Aber ich schaff das nicht alleine hier, die Gruppenquest. Geh da hin und bring die um. Das sind diese Wächter halt da töten, ne? Die haben ja, glaube ich, schon mal versucht, dass irgendwie. Ich glaube, einen haben wir geschafft oder so. Ist das Karkstein? Ja. Achso, ja, den einen haben wir nicht geschafft wegen dem scheiß Dev-Zeug da. Ja, okay, gut, ja, stimmt. Aber das ist irgendwelche Kristalle jetzt aufladen oder so. Besiege Wächter der Edelsteine. Ja, aufzuladen. Ich mich halt nie find. Ach da. Wann habe ich disconnect? 1 Stunde 32 Minuten ist dann der nächste 48 Stunden disconnect. Ist jetzt noch 0 ausgelassene Frames. Bin 46 Stunden 37 Minuten. Ich glaube nicht, dass ich es schon mal geschafft habe, sowas. Ich hab sonst immer 20 im Dreh. Ja, bei mir ist komisch. Manchmal mehr, manchmal gar keine. Oh mein Gott. Am letzten 48 hatte ich 3707. Keine Ahnung, was da war. Cool, aber 48 Stunden verteilt ist das jetzt auch nicht so dramatisch. Ja, weil es nur zweimal war. Einmal waren 1000 und dann einmal kam 2000 dazu irgendwann so. Also es ist halt nur zwei Lags eigentlich gewesen. Und die läppern sich ja sofort. Ja. Aber 0 ist schon geil. Aber es kommt nie wieder vor sowas. Morgen wache ich dann auf und schaue ich und dann sind dann 2 oder so oder 20, wie du sagst. Hä? Wie? Wo kommt die jetzt her? Du bist ja immer noch Level 30. Ja, wir haben diese PvP-Quest da gemacht. Ich kann jetzt schnell das Reiten hier. Ja, ich hab die damals versehentlich übersprungen. Ah ja, okay. Ja, passiert ja. Achso, ja, mach ich. Ich hab da viel hin und her überlegt. Du warst gar nicht mehr da, oder? Du warst noch nicht da. Ich hab mich auch gewundert, weil ich hab ein paar Mal Esel gespielt, was du nicht da warst. Mach ich wieder. Ich mach halt so gut, wie es geht. Wenn ich halt wieder nicht mehr kann, mach ich halt wieder ein paar Häuschen. Solange ich es noch machen kann, solange ich keinen fixen Termin in der Klinik kriege und das alles zu Hause machen muss, geht es ja noch. Es gibt Tage, da bist du nicht am PC? Ja gut, ich war auch eine Woche nicht am PC, was soll ich denn sagen? Moin Sani. Ich hatte ein bisschen hin und her überlegt, was mache ich? Gehe ich einfach so online um 13 Uhr und sag, hallo, grüßt euch, wie geht's? Und dann sag, mir geht's super, alles toll, grins, grins. Und dann gehe ich um 15 Uhr offline, danke, war schön, hat Spaß gemacht, 2 Stunden was gezockt. Oder, keine Ahnung, gehe ich halt 16, 17 Uhr online bis 9, 10 Uhr, zock ein bisschen was, gehe auf,
Kein Just Chatting, nichts, kein Kochen, gar nichts. Einfach nur online gehen und zocken und offline gehen. Aber habe ich alles nicht wirklich mehr so gefühlt, keine Ahnung. Das ist halt schade. Was ich habe halt gerne gemacht eigentlich. Auch wenn alles den Bach runter in den Keller ging, was mein Text auch ausgesagt hat. Was ja auch so einfach nur Erzählung war von Tatsachenbeschreibungen. Aber ja, das ist so, finde ich es eigentlich am besten. Dieses immer wieder online gehen nervt mich halt. Dann würde ich halt einfach nicht mehr so oft streamen. Weil ich muss mich jedes Mal aufraffen. So extrem aufraffen. Weil es geht mir nie gut genug, um zu sagen, jetzt geht's mir gut, jetzt habe ich Bock und jetzt fange ich an. Dann schiebe ich es immer wieder auf und denke mir, ja, keine Ahnung, wachst um 8, 9, 10 auf in der Früh, denkst du, ja, jetzt machst du ein bisschen was, dann ist es 13 Uhr, dann ist es 14 Uhr, 15 Uhr, denkst du, ja, komm, leg dir noch ein Stündchen hin, dann ist eh schon egal. Also, das wieder zu starten ist, wenn es dir nicht gut geht und gesundheitlich beschissen geht, hast du irgendwie keinen Bock zu starten. Schiebst du es immer wieder auf. Und ich möchte auch nicht dieses normale Gedönse da haben, hier dieses, ja, ich gehe on und tu so, als ob alles okay wäre, mach ein bisschen Gameplay und geh auf. Weiß nicht. Habe ich mich nicht mehr drin gesehen, sag ich mal. Diesen Standard-Scheiß. Ist komisch. Hatte ich aber erst den Gedanken, das ganz normal zu machen. Aber dieses wieder, immer wieder neu aufraffen, jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Glaube ich, wäre ich vielleicht einmal die Woche online und so, das bringt es dann auch nicht mehr. Und ich habe auch zu viele Sachen eigentlich angefangen. Ganz viele verschiedene Games, viele verschiedene Projekte. Ob Spiele oder Rumschrauben oder irgendwelche Sachen. Und da würde halt auch die Zeit nicht reichen. So ein, zweimal die Woche für das Ganze. Wenn solange der Nasty kommt, ist alles okay, aber wenn der kommt, ist es einfach vorbei. Das war's. Der geht mit seinen Jungs immer grillen und bringt mir nichts mit, so ein Arsch. Jetzt mache ich halt einfach und ich habe gesagt von Anfang an, hey, wenn es nicht geht, dann mache ich ja wieder ein kleines Päuschen. Mal schauen. Und ich habe hier mein generelles Mindset so ein bisschen verändert. Das ist auch schon ganz wichtig. Ich habe mich mit einigen Sachen abgefunden, die sich nie ändern. Von daher braucht man da auch nicht irgendwie dagegen ansteuern. Ja. Wie ich schon oft gesagt habe, ich habe sehr, sehr viele Sachen verloren im Leben, im Real Life, im virtuellen Sinne, im echten Sinne, überall. Im Endeffekt ist das nächste große Ziel, was für mich halt ansteht, ist einfach der Tod. Das ist das nächste. Alles andere habe ich quasi, ist halt egal. Keine Ahnung, ob man online irgendwas erreicht, ob man echt Real Life was erreicht, ist es scheißegal. Der Tod ist Progress, alles andere ist nur so Ladifadi dazwischen. Einfach irgendwie hinter mich kriegen das Ganze. Ein Döner kannst du da sonst wenn stecken, mindestens zwei Nasty. Klingt vielleicht krass, aber in meiner Situation finde ich das okay. Weil, keine Ahnung, Erfolg, Glück, Liebe, Familie, was auch immer, habe ich alles quasi. Gibt's nicht und wird es auch nie wieder geben bei mir. Von daher ist es einfach abgeschlossen damit. Wenn es anders kommen sollte, ja, aber es wäre ein Riesenwunder. Von daher hoffe ich nicht drauf, weiß, dass es nicht kommt und von daher wurscht. Egal, ob ich jetzt ein Follow habe, zwei Follows habe, ein Sub habe, einmal am Tag aufs Klo gehe, ein Burger esse, zwei Burger essen gehe. Im Endeffekt ist das scheißegal.
Udo, du bist so ein Arsch. Du kommst einfach rein, schreibst irgendwas und dann kann ich dir mal antworten. Du gehst dann schon wieder, wie letztes Mal. Ich antworte einfach nie wieder. Weil du gehst dir eh, bevor ich antworte. Sag ich das Ding und sag einfach nur lecken. Wisst ihr? Um das Ganze zu beenden nochmal kurz, weil es ist ja, ich meine, es ist einfach Tatsache, was ich sage. Ich glaube auch daran. Das hat einfach mein Mindset nach den ganzen Jahren leiden. Das noch zu beenden. Egal was ich mache, was ich tue, es wird sich halt nichts zum Guten oder nicht zum Schlechten wenden. Vielleicht noch schlechter, aber nicht zum Guten halt. Scheiße, dann muss ich schnell wechseln hier. Vajania. Das geht nicht. Hier müssen wir noch ein paar Spielertipps geben. Grombitz hat gestern gemeint, dass er mir ein Spiel gönnen will und ich muss mich bis morgen entscheiden. Ne, bis Mittwoch, gell? Was ist denn heute? Montag. Und ich weiß aktuell noch nicht welches. Und die Spiele, die ich im Mai spielen möchte, kommen erst ab 10. und bis 26. raus. Ja, wenn du mir was schickst, box ich's an hier. Wenn nicht, dann box ich halt dich, Nasty. So ein Ding ist das. Genau, hier in dem Gebiet bin ich jetzt. Steinfälle, genau. Die Hähnchen im Keil war echt. Beste. War okay, oder? Das Kartoffelstampf war allerdings nicht so. Mochte ich jetzt nicht so. Das ist nicht immer geil, finde ich, ne? Kriegt man nicht immer so hin. Keine Ahnung warum. So eine Kartoffel vielleicht? Ist die manchmal anders? Könnte sein. Mehlig kochend. Ich nenne das immer Püree, aber das ist das gleiche, oder? Ja, schon. Stampft die ja wirklich. Aha. Dann sind die ja noch so ein bisschen gröber. Dann kannst du die ja mixen und komplett pürieren, geht ja auch. Dann hast du halt eher so Brei. Stampf es halt mit so Stückchen noch drin. Also für faule Leute, nicht gescheite, das klein machen können, oder? Oder für Leute, die nichts zum Pürieren haben und auch keinen Mixer haben. Das macht man doch mit der Hand hier. Das macht man mit der rechten Mixhand, oder? Nee. Ich habe überlegt, ob ich es mit einer Gabel mache, aber die war mir zu klein. Und da habe ich den Pfannenbänder genommen aus Metall und habe den einfach umgebogen. Die Karte ist eigentlich okay, muss man sich nur zurechtfinden. Ich habe halt viel eingeblendet oder habe so gelassen. Das sind halt die Weltbosse. Das sind die ganzen Himmelsdinger da, Himmelschreien. Die wollte ich aber hier weiter sammeln. Das geht. Vorhin waren noch mehr. Ich habe vorhin noch die Bücher gehabt. Die Bücher sind eigentlich gar nicht so schlimm. Der markiert nur mehrmals die gleichen, ist das Problem. Macht er? Echt? Mhm. Nur eins aufsammelt von den Büchern, verschwinden 4 oder 5 Stück manchmal auf einmal. Weil es 5-mal das gleiche Buch ist, was da rumliegt. Okay. Ich zeig dir mal, wenn ich die Bücher anmache, wie das ausschaut. Es geht glatt hier nicht. Jetzt, guck mal. Das ist weird. Wenn ich dann das hier beende, ist die andere Karte voll heftig. Sind wir in die Irre geführt worden? Mach ich die erstmal weg. Die sind richtig anstrengend. Weiß gar nicht, wozu die überhaupt da sind. Ich nehme die einfach mit, wenn ich die sehe. Euch bewahren. Mir sagt man für die Markengeld, dass das. Des Tribunals hat seinen Glauben. Ach so, ja, stimmt. Ich erinnere mich wieder. Er sagt, die drei würden nicht mehr zu ihm sprechen. Ja, musstest du die sammeln. Er hat mich entsandt, um für ihn an den GZ, Schrein das hat aber echt gedauert. Die Almalexia, Vivek und Sotasil geweiht sind, zu beten. Zum Charakterwahlbildschirm. Aber der widerwärtige Gestank Auswahlbildschirm. Und zornige Alit haben mich vertrieben. Also Nasty, schick's mir was? Mach ich Unboxing. Ich hab ja das Steam-Deck von Technik bekommen. Das habt ihr gesehen vielleicht an dem großen Unboxing-Video. Ich wollte die Teile auch nochmal einzeln unboxen. Das könnte ich ja irgendwann testen, aber ja, da muss ich noch ein paar Sachen installieren. Naja gut, wenn du beide Games dann offen hast, klar, dass eins zu lang dauert, oder? Ich weiß es nicht.
Der Gestank hat die Bestien vielleicht verrückt gemacht. Ich würde aber gerne gleich eine Pause machen hier bei dem Game. Vielleicht könntet ihr, wenn ihr wollt, dass man dann Schicke das noch zeigen kann. Schreine verbrennen? Falls die drei antworten, dann lasst es Jünger Sildras wissen. Vielleicht gibt ihm das seinen Glauben zurück. WTA? Ich werde dafür beten, dass eure Stimme an den Schreinen erhört wird. Beten für Gebete. Vielleicht weiß Vivek zu schätzen, wie stimmig das ist. Genau, schau mal. Schau mal, was noch im Keller ist hier. Warum Sildras glaubt, die drei hätten uns verlassen. Aber es sollte schon noch irgendwie funktionieren. Ich kann das nicht so wirklich richtig reparieren oder so. Es sind Rolands. Ich habe bei dir jetzt gerade genau 140.000. Sie sind eine cool. mächtige Opfergabe. Diese komischen Sachen da bei Twitch da. Genau eine glatte Zahl. Ich habe genau auf dieses Ziel hingearbeitet. Hier ist ein Screenshot. Was hältst du von meinem Schweinchen hier, Vajanja? Schau mal an. Beste, oder? Mein ständiger Begleiter. Da bin ich Fan von. Screenshot. Schweinereien zu haben, Doktor. Immer Schweinerei beim Gangs. Dankeschön. Das wollte ich lesen. 140.000. 000 ist doch, oder? Mhm. Mhm. Dein Bot lügt. Wieso? Ich habe so den Namen so oft geändert. Ich habe mindestens dreimal den Namen geändert bei dir. Ja, man lässt es halt. Man hat seinen Namen, damit muss man leben. Fertig. Ende der Geschichte. Ich hieß auch immer Gags. Seit 89. Von daher, so immer. Ist halt so. Stempel gehabt, bekommen und fertig. Seit der Wende sagst du. Ja, ungefähr schon, ja, seit dem 3.10. oder was? So, genau, dann durfte ich mich ja nicht selber benennen. Ja, okay. Ist aber nicht viel. Nö, ich verballer die auch immer wieder. Mit was denn? Manchmal schalte ich mir Emotes frei, wenn keiner Sub gönnt bei dir. Ach so. Weil da muss man halt aktiv zuschauen. Bei den anderen Punkten, da reicht, wenn man im Chat nur ist. Die kriegt man nur, wenn man aktiv zuschaut. Mhm. Bei Twitch. Subs kriegst du, wenn du musst noch nicht mal auf deinen Channel für sein. Ja, ja, aber du musst halt mal gewesen sein. Ja. Und je länger du bist, desto mehr Chancen hast du eigentlich. Mhm. Ich hab letztens auch einen gekriegt, da war ich gar nicht da. Ja, ja, da sein musst du eh nicht. Von Tichonia oder so. Tichonia, ja. Ich hätte ja 10 gegönnt letzten Monat. Ich konnte es auch nicht fassen, aber was ihr da tut, ist tatsächlich. Hab ich hier einen abbekommen. Easy Snack. Beste sagst du? Hm. Ja, aber. Nach 7 Stunden 25 habe ich jetzt keine Lust mehr auf das Spiel, weil ich ja doch noch. Schicke, will man noch WWE zeigen? 2K22, also 2022. Und mal schauen, wie das so ist. Ja, irgendwann reicht es auch mal. So mache ich noch. Ja, wir haben jetzt 2-3 Stunden Himmelsscherben gesammelt. Wir haben ein bisschen dieses, diese Anker-Dings da gemacht, wie das hieß. Haben mal PvP gemacht. Ich habe noch so gequestet. Also. War halt alles da. Ich habe gut Level gemacht. War ich da hoch? Ja. Von daher. Wenn du es so siehst, hast du ja nur noch 20 Level. Du hast ja schon mehr als die Hälfte an Level. Ja. Die Spells, die ich da jetzt habe, sind. Ich tue halt einfach keine richtigen Spells mehr freischauen. Das nervt mich halt. Ich habe zu viel dann. Weißt du, ich habe gar keinen Platz mehr. Ja, macht man ja auch nicht tatsächlich. Du schaltest ja echt bloß die frei, die du auch benutzt. Warte mal, ich guck mal, ob ich ein cooles Zaubererbild finde. Wie die das so spielen. Solo-Content oder Dungeons und Braids? Tja, keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Solo erstmal, oder?
Oder beides, weiß ich nicht. Schauen, wie sich unterscheidet. Oh, vielleicht ist ja hier irgendwo so ein Anfängergedöns drin. Ihr lasst einen Kampfstall los, der die Entschlossenheit von euch und nahen Verbündeten festigt und euch und eure Verbündeten 8 Sekunden lang um 6700 heilt. Ah ja. Das kenne ich sogar. Magiker-Zauberer. Hier sind sogar die Sets dabei. Problem ist halt, wenn ich damit anfange, dann nehme ich es halt wieder zu ernst. Weißt du, wie ich meine? Aber ich will auch nicht alles verplanen machen. Ich will schon so ein bisschen irgendwo hin, wo ich dann sage, okay, dass ich mich nicht komplett verspille. Ja, aber da kannst du halt wenigstens gucken, welche Skills du brauchst. Weil es wird halt nach hinten raus einfach nur teurer, die wieder rauszunehmen. Weil ich kann auch nicht alles ausprobieren. Einfach zu viel. Magicka-Hilfe. Erhöht eure Magicka-Dimension für jede ausgerüstete Fähigkeit der Unterstützung um 5%. Also das Solo-Ding und das Raid-Ding ist genau gleich. Warte, ich guck grad durch. Wieso ist das Training vorbei mit der Uhr? Was soll das? Mein Herzschlag wieder gestoppt hier. Training, mehr. Immer Zumba machen hier. Zumba. Go. Aber nur Unterstützung habe ich ja nicht. Die Fähigkeit. Das ist gut hier. 30% dauerhaftes Reittempo. Wie viel ist denn das dann auf Stufe 2? Ist das dann noch mehr? Weil da lohnt sich halt, das Ding zu machen im PvP da. Hat es jemand Stufe 2 um es zu sagen? Oder bleibt das nur, die Fähigkeiten oben erhöhen sich vielleicht? Ultimative Kraft. PvE Werwolf, 85 KDPS nur mit leichten Angriffen. Was ein Scheiß. Ja, easy, oder? Diese Scheiß würde ich wahrscheinlich auch nicht machen müssen, ey. Also hier ist ein... Hast du gar nicht gewusst, oder was, Vajanja? Schön, dass ich dir was beibringen konnte. Nach all den Jahren. Beste. Nach all den Jahren ESO, die wir gespielt haben. Dann sind es zwei Magicka. Wie spielt die? Mystik. Achso, das ist. Ja, das ist das mit dem Clanband, was du zockst. In dem Stab. Unter der Nacht. Ich weiß aber, wo es die komischen Set-Teile alle gibt, die du brauchst. Ja, aber dann fängst du halt an. Ja, naja. Hast du das Spiel auf Deutsch oder auf Englisch? German. Okay. Hier hast du einmal, das wäre das Rüstungsset, was du anziehst für Anfänger. Das kannst du extrem leicht holen. Anfänger? Ich kann was bei Werwolf skillen. Lol. Scheiße, habe ich schon eins geskillt, habe ich beide geskillt hier. Erhöht die Ausdauer für schwere Angriffe wie der Stoff 25%. Euer Lauf der. Okay, was ist das? Anspringen, mal gleich anspringen erstmal. Anspringen. Und ich bin jetzt ein Werwolf hier. Main. Anspringen. Hier hast du 4. No? Hier hast du das Magicka-Bild. Ich habe extra nochmal einen Ausschnitt gemacht, weil da gibt es extra so eine Rubrik Beginner. Das sind so die leichten Rüstungssets, die du kriegen kannst, ohne da jetzt großartig rumzusuchen, weißt du, wie ich meine? Mhm. Oder Sachen über Monate hochzuleveln. Das Julianas-Zeug und so, das kriegst du wirklich schnell zusammen. Das verkaufen auch übelst viele Leute. Ich habe so gar kein Gold. Mhm. Wurde erst 11.000 ausgegeben. Ja, das aber ist tatsächlich auch nicht so teuer. Aber das ist ja Englisch, ich dachte der Deutsch, krieg ich jetzt hier was geschickt. Frech. Ja gut, ist ja kein Problem eigentlich, Deutsch-Englisch, aber nur die Sets heißen dann bestimmt wieder anders. Aber nervig dann wieder zu schauen. Und das ist... Powerful Magicka Sorcerer Build for ESO. Meta DPS. Na klar. Da sehe ich.
Kapi. Wo stehen denn die Spells hier? Ist denn irgendwelche... Hier. Ein Stückchen weiter runter scrollen. Nee, da unten. Hier. Also das ist der scheiß Fluch hier. Das kenne ich nicht. Das ist der zweite Wichtel. Echt mit dem? Mit dem... Mit so vielen Pads oder was? Halber Hunter hier. Alles Dawnbreaker, das ist aus der Kriegergilde. Eine Waffe. Das ist auch eher auf dem Boden, das weiß ich nicht genau. Aber das ist das stärkste Spell, das ist hier drin. Okay, das ist das Spell auf dem Boden. Wo sind die Waffen? Spiel ich bei beiden Stäbe oder was? Voll Magic oder was? Ah, ich glaube ja. Warte mal, ich guck mal. Bend time and space around you gain major exhibition for 12 seconds. And minor force for 36 seconds, increasing your movement speed. And critical damage by 10%. Jui. Ja, die spielen auch beides den Feuerstab. Triples the duration, but adds a cast time. Was denn gone? Wenn du auf die Spells draufklickst, wenn du jetzt nicht weißt, was das für welche sind, weil die haben ja andere Bilder, wenn die ausgebaut sind, dann kannst du auch klicken, dann geht ein neuer Tab auf und da siehst du die, wie die aussehen. Morphed und unmorphed. Okay, das sieht irgendwie gleich aus, immer nur andere Farbe. Der Kreis da, das highlighted. Du Kacke. Gibt's auch sowas, was ich hab? So. Magic und Zweihand. Mage-Krieger. Roll mal nach oben. Da hast du so Rubriken, da kannst du suchen. Da gibt es eine ganz nach oben. Scroll hier, optional Non-Pad-Setup. Ja, kannst du natürlich auch mal. Ja, beim Clan war nicht. Also, ich brauch schon so ein bisschen. What the fuck? Dass jemand tankt. Ja, kannst du, wie gesagt, musst du für dich entscheiden, glaube ich. Da brauchst du das Licht aus dem Magier, gell? Das Licht? Das Magic Light da. Ja, na klar. 1656 Champion-Punkte. Da sehe ich mich. So skillt man, oder was, die Punkte? Das sind die Paragon-Punkte dann, ja. Tut man dann nicht in alles in Magic rein? Oder ist das wieder was anderes dann? Ist wieder andere die sind Punkte. Die sind so ein bisschen anders gemischt, tatsächlich. Klick mal auf Preset, dann siehst du ungefähr, wie dieser Skilltree aussieht, dieser Paragon-Skilltree. Da steht dann Preset für das, dieser Block da irgendwas mit Isolat. Da habe ich ja Angst vor dem. Oh Gott. Da hast du dann dieses Warfare, Craft und Fitness und da drin skillst du dann Punkte. Auch nochmal. Ich dachte, okay. Yo, was ist das hier? Ja, die kann man auch anklicken und in den kann man auch nochmal reinklicken. Bist du wahnsinnig? Zum Glück haben wir noch mehr Skill Trees. Früher ja, waren das noch mehr. Es kann ja nicht sein, dass es so viele gibt. Die haben das schon mega klein gemacht, tatsächlich. Das war früher noch viel mehr. Warum hat man so viele verschiedene Skillbeine? Wozu? Dass man so viel Auswahl hat, ist doch auch Blödsinn. Nee, das ist so Elder Scrolls typisch. Das ist halt schon immer so gewesen in Elder Scrolls, also haben sie es so gelassen. Naja, Stock im Arsch, nicht einfach mal modernisiert oder was? Was soll das? Du wirst halt, wenn du Skyrim spielst, siehst du genau das gleiche System. Wenn du Oblivion spielst, siehst du genau das gleiche System. Wenn du eh so kannst, kannst du die Vorgänger auch alle. Also werde ich nie irgendwas können, hast du recht? Es ist wirklich leichter, als es aussieht, glaub mir. Schwerer, denke ich mir. Und das ist der Werwolf-Bild für die Socks. Das ist derzeit voll Ausdauer. DPS-Bild for all classes. Optimized for Dungeons and Trials. Dual-Wield, Bow and Sharp Claws. Medium Armor, High Damage, Good Healing, Good Survivability. Okay. Klang so ein bisschen wie der Microsoft-Bot.
genau. Erstes ist mit Trial Gear. Was ohne Trial Gear und drittes ist vor Beginn. Das erste ist Raid, das zweite ist Dungeon Gear und das dritte ist halt für Anfänger. Und was für Profis? Trial. Okay, das ist, ne? Die Reliquien-Armor habe ich auch. Wurfbank. 1, 2. Oh mein CP. Gott. 50 bis 160. Schicke, was machst du? Gib dir mal Mühe, so geht es nicht. Elfmeter verkackt. Elfmeter schießen. Aber ich gewinne, ich steig auf. Aber. Glaube nicht, erst wenn ich sehe. Hier 1 Grad. Naja, da kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen, aber es ist schon eine Art, kann man sich da angucken. Krass. Du da kannst du dich orientieren dran, da weißt du halt wenigstens, welches. Es geht nur darum, du musst jetzt nicht das Set grinden oder so, sondern es geht nur darum, damit du ungefähr weißt, welche Skills du mitnimmst, weißt du? Aber macht das Set mitnehmen. Nicht die Skills wertvoll, so wie bei Diablo? Nee, nicht. Dass der eine Spell 800% stärker ist? Nicht ganz. Muss man auf das Set-Teil draufklicken. Kannst du hier anklicken, dann siehst du, was sie machen. Yes. Die erhöhen so maximale Werte von irgendwas meistens. 129 Weapon Damage und Spell Damage. Schon okay. Ja. Minor Slayer at all items increase your damage done to Dungeon, Trial and Arena by 5%. Nochmal Spell Damage. To non-player enemies, but 12% based on your missing magical. Je mehr ich reinballer, desto mehr Schaden mache ich. Ja. Und das andere hier? Noch immer Weapon Spell Damage. Mhm. Und einen ganzen Roman. Damaging an enemy with a light attack puts a stone. Ja, leck mich doch mal. Ich kann das. Kannst du jemand anders lesen? Ja, kannst du nicht vorstellen. Was steht am Schluss? Ist echt die halbe Bibel. Das erste Testament ist da. Beim anderen Ding das zweite Testament. Jetzt sind halt Sets. Ja, aber kann doch bei 5 Items nicht ein ganzer Roman da stehen? Was ist mit denen? WoW auch nicht anders gewesen. Ich wollte gerade sagen, dass am WoW auch Wall of Text gehabt. Zumindest zu BFA. Ja, Diablo hast auch Wall of Text an den Sets. Ja, das ist klar. Stimmt. Das ist übel schlimm. Wenn Diablo unter 1080p spielst beispielsweise, dann passt das gar nicht mehr aufs Bild. Scheiße, Switch hat verkackt dann, oder? Aber da geht's, das ist an Konsole angepasst. Die spielen den halt mit Feuerstab, beides Feuer. Feuer? Mhm. Oh je. Die Feuerstäbe. Sorcerer, was gibt's denn noch bei Sorcerer? Magic Healer, Stamina Damage, Windwalker, Zweihand Bogen, Health Tank, Werwolf Build, Pet Sorcerer. Oh, wieso geht das immer weg? Pet Sorcerer Heavy Attack Build, Summoner. Was ist denn hier? Der Windwalker. Was macht denn der da? Ja, diese zwei Dinger da. Ja, der spielt Decker Bogen. So ähnlich spielt es auch den Werwolf. Ist ganz cool, tatsächlich. Oh, geil. Oh. Ist aufgestiegen? Ja. Ja, geht's die 1 gewonnen. Glaubt ihr kein Wort? Gehört zu den Top 10 in PES. E-Football. Geil, oder? Also Prozent. Ja, von 3 Spielern. Gefällt. Jawohl. Aber. Aufstieg geschafft, das ist geil. Das sind halt Dinger, ich gehe davon aus, die Sets werden sich wahrscheinlich zum nächsten Ändern sowieso einmal durchändern. Es kommt also ja jetzt
Demnächst. Ja, ja. Juni, glaube ich. Halt! Ich brauche mehr Met. Musste aber nur zwei Spiele, also ich muss 6 Punkte machen in 10 Spielen. Hm. By the way, dieser Alexos, der macht eigentlich recht entspannte Guides für Anfänger. Falls es dich mal interessiert. Wer? Ach, der im Screen ist. Ja, der Alexos, der macht recht entspannte Guides. Also so, die sind halt anfängerfreundlich, der erklärt dir alles von null an. Hi, Eils. Ist jetzt zwar nicht so, wahrscheinlich nicht so der krasseste Progress-Spieler, aber wenn du wirklich null Wissen hast und so, der erklärt dir wirklich, wie es funktioniert mit Auto-Check, Weaving und all so ein Scheiß. Man muss ja irgendwo anfangen. Ist ja okay. Mhm. Nice, Gewicht. System Archipimmel mit der Hochinsel Amendas und neuen Vulkanschlote als Weltereignis. Okay, neue Story. 30 Stunden, ja, geil, ich freue mich schon. Nun, ihr seid zäher als ihr aussieht. Ich habe nicht einmal die jetzigen. Das ist eine Sonderkampfspiel, ja, Humusgeschichten. Die neuen Trial Grauen Segelriff für 12 Spieler. 2 neue Gefährten, die das System aus Blackwood erweitern. Über das Jahr verteilt verbessern an Spielsystem. 18. April startet der Testserver. Mhm. Ist das offiziell für jeden oder was? Kann man das testen oder wie? Na, PTS kommst du immer drauf. Ja, aber doch nicht für ein Add-on. Sonst... Echt? Doch, kannst du drauf. Die Frage ist nur, willst du das Game nochmal für Testserver runterladen? Nee. 21. Juni. Schwierig, der Juni. Im Juni kommt noch ein Arc-Ding raus. Noch ein Arc. Add-on. Na gut, du musst es ja nicht sofort spielen. Ist ja egal. Ja, du wie hinkst nicht ja sowieso sofort spielen? Du hinkst ja sowieso extrem hinterher. So lohnt sich halt eh nicht. Jetzt fängt ihn wieder an zu beleidigen. Ich gehe direkt ins Add-on und werde am ersten Tag Max-Level. Hm? Ja. Oder? Beste. Wird um 10 Uhr, aber nur nordamerikanische Server. Nicht wir. Mhm. Zum Glück. Ja. Das ist für die Säcke. So. Soll das jetzt WWE zeigen, oder? Ja. Ich mach gleich hier aus. Wie lange ist Zeit? 47 Minuten. Dann ist 48 Stunden DC. Aber kann man trotzdem weitermachen. Seid nicht schüchtern. Die erste DLC erscheint am 14. März. Am 19. März PlayStation Xbox. Bringt neue Map und ein Kartenspiel. Darauf freue ich mich, das Kartenspiel. Ja, aber ich muss mir dann sofort mitraiden hier. Sinkri. Sofort raiden hier. Suchen uns eine Gilde, suchen uns neue Gefährten, dann tun wir raiden gleich. In der ersten Woche müssen wir clear machen. Und zwar, wie heißt es, was wir clear machen müssen? Trial Grauen Segelriff, oder? Ist das der Raid? Ja, aber dafür musst du erstmal einen anderen Raid machen, damit du überhaupt erstmal ans Set kommst. Wie? Ich dachte, mein Anfänger geht an 3, der eskaliert doch alles, dachte ich. Ruhig, Säbelzahnkatze. Trinken wir lieber. Wie viel CP brauche ich denn da? 4000 oder was? Nee, Quatsch. Kann ich auch so toll aussehen wie die hier? Mit meinen CP habe ich auch schon geredet. Tatsächlich geht das. Wenn du dir Mühe gibst bei der Char-Erstellung, geht das wirklich. Am besten war die Char-Erstellung bei Elaine, wo ich einfach die Sets runterladen konnte von anderen. Ja, das ist ja wie bei Black Desert. Wenige so. Privilegierte leben im Überfluss. I'm ready. Doch Behaglichkeit. Gut. Ahnen nicht. Ich mach hier kurz aus. Liegt. Pause. Ich mach dann kurz mal, ich geh mal kurz raus, mach dann die Abmod und dann entmute ich mich wieder. Ich muss eh wieder lachen, weil ich es verkacke. Jetzt, wo ich sie ernst mein verkacke ist daran, wo es mir egal war. Gut, ist mir jetzt noch mehr egal, aber irgendwie habe ich es am Anfang einfach so gemacht und jetzt verschwere ich mich immer. Moment.
Jo, haben wir viel gemacht heute, haben wir viel gespielt, haben wir Schweinereien gemacht hier. Himmelsscherben noch geholt, Kalkstein fertig, alle 18. Dann ein bisschen PvP. Dann 35% schneller reiten. Ich habe auch mein Reiten geholt, 1% schneller Geschwindigkeit vom Stahlmeister. Die tägliche Belohnung habe ich geholt, 10.000 Gold, jo. War doch schön. Und irgendwas haben wir noch gemacht. Ah ja, dieses komische Ankergedönse da. Die schaut immer noch. So, hier. Okay. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Falls euch gefallen hat, schnabulieren, abonnieren, kommentieren und liken. Schaut bei Twitch vorbei, droppt den Follow, sagt Hallo. Ich bin meistens online, ich würde mich freuen. Euch kostet euch es nichts und mir hilft es beim Wachstum. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. The Elder Scrolls Online. Servus.